Martina, mein Kind lobt sich die ganze Zeit selbst. Das ist mir schon ganz unangenehm. Vielleicht bist du selbst so aufgewachsen, so wie ich, dass Bescheidenheit ganz wichtig ist und dass man immer schon bodenständig sein soll. Und wenn dein Kind dann anfängt, sich selbst zu feiern oder sich selbst anzuerkennen, ist es vielleicht im ersten Moment unangenehm für dich. Das bedeutet allerdings nicht, dass dein Kind sich nicht über die eigenen Erfolge freuen darf, sondern es geht eher darum, dass du lernst, damit umzugehen, was da bei deinem Kind los ist. Das heißt, du kannst zum Beispiel übersetzen und sagen, hey, du freust dich total, dass du das geschafft hast oder du bist richtig stolz, das sehe ich. Und so lernt dein Kind mit der Zeit vielleicht das auch anders auszudrücken, dass es ein bisschen sozial verträglicher ist. Nur grundsätzlich ist es was Wundervolles, dass dein Kind bei sich selbst Stärken anerkennen kann. Schreib mir gerne in den Kommentaren, ist es dir auch unangenehm, wenn dein Kind sich selbst feiert? Dann bist du wahrscheinlich so sozialisiert wie ich. Suchst du nach konkreten Handlungsstrategien für dein gefühlsstarkes und oder hochsensibles Kind, um es im Alltag kompetenter begleiten zu können? Dann lass gerne ein rotes Herz in den Kommentaren da und ich schicke dir mehr Informationen zu meinem Praxiskurs für gefühlsstarke und hochsensible Kinder.